So, das ist das Stück Fleisch heute. Fox und Kobe sind mit dabei. Fox von der ICT. Und Kobe. Ja, wieder hier die Jugend supporten. Each one, teach one und so weiter. Ihr kennt die Hip-Hop-Floskeln. Aber hier werden die Floskeln nicht nur gesprochen, sondern halt auch real gekeept. Kobe, du denkst daran, ne? 20 Euro fürs Mitmalen musst du mir noch bezahlen. Weil du es bist, kriegst du 25. Reicht schon, wenn er sich hier den Rücken krumm macht hier für uns. So, Kobe präsentiert hier heute seinen neuen Car-Moves. Okay, warte mal, da müssen wir kurz nochmal was klarstellen hier. Mhm. Das ist das O, ja? Ja. Das entspringt dem? K. Ja, ja, genau. Und dann geht das hier ran? Geht der hier zu Ende, dass er zu ist, dass es auch als O erkennbar ist. Es ist einfach nur ein Style raus und wieder drin. Das ist aber so noch kein O, das muss einmal so hier ran. Ja? Ja. Okay, dann lege ich den da runter. Dann machen wir das nochmal rein. Also, du machst ein Balken, zwei Aufgaben. Mhm. Also einmal ist es der K-Balken und einmal ist es das O. So, ich glaube... Ich sehe halt das O, ne? Das würde dann bis da gehen. Ja. Ja. Aber dann ist das K ja nicht mehr da. Dann ist das Sobe oder Jobe. Verstehst du? Weil das da ein Y ist dann. Soll ich den Style lieber runter so reinziehen, mehr weißt du? Oder wie? Ja, ich würde halt das hier irgendwie wieder hier mit zusammenbringen. Also das muss irgendwie connected sein, damit das O halt diesen Balken halt für sich selber hat. Du kannst den auch hier parallel so machen. Mhm. Ja, das hätte ich dann jetzt wahrscheinlich immer. Das was, wenn ich den hier einfach so draufsetze, dann ist hier wieder Outline und hier kommt der so vom O raus und dann hier hoch. Das ist jetzt aber so dick wie ein Move, ne? Also deine Moves haben die gleichen Stärke, ne? Also, soll ich den dicker machen? Eher, ja, mal so. Dann finden die hier in dem Punkt wieder zusammen. Sie ja. So, jetzt erkennen wir aber. Besser, ja. Fox heute mit PH. Einen Strich hat er mir gemacht, ja? Wunderbar. Alter, Junge. Das ist ja schon wieder übertrieben viel Platz. Für dich, Mensch. Ja, ja. Voll gut. Wenn wir sind denn das da? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6 Schritte. Das ist ganz schön spät. So, so sieht es soweit aus. Ich werde das dann so ein bisschen extenden. TO ist ziemlich nah beieinander und dann kommt dann so eine Unterbrechung und dann kommt ENO und dann kommt irgendwann das M. So, dass ich hier die Fläche ausfülle, weil ich jetzt so nicht die Muße habe, so ganz groß zu malen nach meinem letzten Bild. Da ist was Kompakteres besser jetzt gerade. Jetzt kann man hier irgendwie das O hinpacken. Das gefällt mir. Also so die Aufteilung jetzt gerade. So, jetzt halt doch wieder ganz schön großes Bild gemalt. Wir haben hier noch so eine Geburtstagsgesellschaft, deswegen ist hier extremst laut Musik. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich hoffe, dass ich das Video dann überhaupt auch benutzen kann. So, ich werde heute mal was anderes machen. Und zwar habe ich hier so eine ziemlich dunkle Farbe und damit werde ich jetzt erstmal den ganzen Style füllen. Ja. Dunkle Taube. Sieht ja echt fresh aus, geile Farbe. Ja, die kommt geil auf den Blau dann. Ja, natürlich heute spannend. Wenn ich alles mit einer Farbe ausmale, dann sehe ich ja nichts mehr. Dann zeige ich ja immer noch so die Farbflächen, die so quasi so die Hauptbalken irgendwie vorgeben. Ah, ey, die deckt auch so geil, die Farbe. Macht richtig Laune.
wird ein bisschen heller, das Grau, das hier. Und also fadest du dann da noch rein mit einem helleren Grau oder was? Nee, da kommt noch ein dunkleres Grau dann rein, aber das wird nicht gefadet so, weil hier hört ja das Haar so auf und darunter wird es dann quasi dunkler immer so. Ich mache das eher so mit so harten Kanten. Hier überlappt sich das dann wieder, das wird wahrscheinlich dann auch wieder hell, ja. Hier wird es ein bisschen dunkler. Ich mache das so, wie es kommt immer. Weißt du? Ja, genau, so wie es kommt. Wie es gerade fühlt irgendwie. Was meinst du damit? Mit einem Drucksprüher? Ach, hast du noch? Ja, gib mal. Meiner ist irgendwie komisch, weil der ist nur aus Plastik. Meiner ist auch nur aus Plastik, aber es kann so ein größerer, aber der ist mit Schlauch, ja? Aber Schlauch ist auch geil. Und du hast dann halt noch so ein längeres Teil vorne, ne? Oder sozusagen, also der hat glaube ich 5 Liter. Boah, geil. Ja, probiere ich gerne aus. Na, auf keinen Fall. Achso, du filmst ja ganz so scheiße. Tja, toll. Du wolltest ja nicht aufhören. Falk hat schon wieder genau das gleiche Essay gemacht wie letztens, obwohl ich das eigentlich voll fand. Aber jetzt so merke ich halt so, dass ich das doch ziemlich funky finde. Weil Farm kommt geil und das Gelb ist dann halt die Outline, weißt du? Erstmal so auf die ganzen hellen Sachen noch mal mit der dunklen Farbe noch ein paar Linien ruf. Nicht zu viel von der Schraffur machen so. Irgendwie kommt's geil. Ich mag das. Oha, das leuchtet da ganz schön, Alter. Nee, Fehler bleiben drin, bei mir auch. Niemand ist unfehlbar. Außer Kobe. Außer mir, immer außer mir. Sieh, deine Tourdaten oder was? Hm? Warst du letztes Jahr auf Deutschland-Tour, ja? Nee, ich war auf der Tour, aber nur in Berlin leider. Jetzt los die Frage, was mache ich mit den Steinen und mit den anderen Bubble Club? Ich werde das noch so ein bisschen miteinander verfaden, so. Ja, also da jetzt so ein bisschen mit Lila reingehen noch. Ja, ist ja alles okay, ich krieg's ja trotzdem. Ja,
Ja, ich muss jetzt langsam aufhören. Okay. Daddy. Wir könnten ja ans Ziel kommen. Na, macht es natürlich bei so einer Wand richtig gut. Ja, geiler Typ. Danny. Ja? Aber das hast du auch nicht immer so gemacht, oder? Meistens. Letztes Jahr auch schon? Es kommt immer auf die Dose auch so ein bisschen an. Irgendwie. Ich finde, wenn der den Hardcore Standard-Cap eigentlich so das Beste. Geile Lines, Alter. Schön. Aber das ist halt auch Geld, ne? So ein bisschen dreckig. Ja, das ist doch geil. Die Lines sind echt richtig gut. Sieht irgendwie gut aus. Weißt du nicht mehr weiter, oder was? Jetzt muss ich ja ganz kurz gucken, wo er hingeht. Jetzt habe ich es gewusst und jetzt dachte ich mir so, nee, mach den gleich in Ruhe. Ohne mich, oder was? Also geile Farbkombo hast du rausgepickt. Ich versuche jetzt einfach dickere Outlines zu machen und damit den Fehler von den Blocks zu kaschieren. Was für ein Fehler? Achso, ja siehst du, das meine ich, jetzt musst du dicker machen. So. Ja, ist nicht schlimm, weißt du, geht schon. Was war das hier mit? Schade, hätte ich mal im Tee auch machen sollen. So wie da jetzt ein M ist. Ja, verdammt. Egal, habe ich jetzt mal ausprobiert. So. Sieht ganz nett aus. Vielleicht noch einen kleinen Schatten drunter legen.
Ja, ja, aber so halt. Sonst geht's dir gut, oder was? Sonst geht's dir gut? Ich hab Kuchen bei von meiner Mama. Kuchen? Hm? Okay. Schnapp dir ein Stück. Zwei Pfannkuchen. Hatte jemand Pfannkuchen bestellt? Musst du der Penis dran glauben? Oder was stand da? Mini. Ach so. Ich bin ja gleich fertig. Der einfach herkommt und sich bedient, ne? Der hat bestimmt die ganze Zeit schon hier gesessen. So, guten Morgen. Mahlzeit. Und Hip-Hop, Leute. Ja, gestern wurde es halt leider schon ein bisschen dunkel, deswegen jetzt nochmal hier am Morgen im Tageslicht schön nochmal die Bilder abfilmen. Hier von der Jungcrew, also hatte wohl jemand Geburtstag gehabt und wir haben halt ordentlich Party gemacht, würde ich mal sagen. Sehr schöne Sachen dabei, also eigentlich gefallen mir alle. Die passen auch alle stylmäßig auch wunderbar zusammen, finde ich. Die haben alle auch den gleichen Flavor irgendwie drin. Das ist natürlich auch sehr geil hier. Also hier das Fill-In. Ne? Ich habe kurz mit dem Yard mal gequatscht und meinte halt so, ja, geile Sache, was du hier machst. Also ja, ja, nicht so lange überlegen, ne? Einfach drauf los. Das ist genau mein Reden. Ja, das finde ich hier ganz geil. Ja, mit dem letzten Rest. Dann auch hier, ne? Drips bewusst als Stilelement, Chrom in die Blöcke rin. Ja, wild auf jeden Fall. Hier auch, schön rotzig. Gefällt mir wirklich. Ist auch ganz geil hier. Schwarze Outline. Mit roten Würmchen kommen auch ganz cool da drin. Und Gusto. Also, gefällt mir alles. So, die Buchstaben halt richtig geilen Swing drin. Ja, ist auch schön zackig hier. Wie spricht man das aus? Almajid? Ja, ne? Glaub schon. Ja, auch cooles Fillen. Buchstaben auch ganz geil. Ja, wir waren jetzt da noch so ein paar Anti-Leute. Schöne Farben so. Auch hier der Move mit der Rolle, ne? So eine Schaumstoffrolle, ne? Und dann halt eingeritzt. Und dann halt diesen Effekt zu haben. Auch hier mit den 3x R, 4x I-Punkt. Also ist schon geil, so genauso wie die Buchstaben halt einfach so im Nebel verschwinden. Ja, da sind viele geile Sachen dabei. Ja, Jeek, glaube ich, war das, ne? Also ein I, ein E, ein C. Und das J ist der Wurm mit dem zweiten Wurm da. Sehr geile Idee, feiere ich. Hm? Wer könnte ihn denn nicht mögen? Hier nochmal so ein Reptilienschwanz oder so, oder eine Schlange. Ich finde halt auch so die ganzen Elemente halt so da drin so cool. So die 23, wie sie da rumhängt, dann hier dieses Sternding. Hier Oma. Also ich habe zuerst gedacht, das wäre Loch Ness. Also hier, ja,
das Monster von Loch Ness, ne? Weil die Schlange sich ja hier so durch den Boden windet und das machen ja Schlangen eigentlich nicht. Oder wenn es halt Wasser gewesen wäre, ne, dann wäre halt klar, dass das halt so Nessie ist. Aber es soll halt eine Schlange sein, halt gehört. Ja, ändert nichts daran. Och, super geil mit den Farben und mit den gestaffelten Buchstaben. Und ja, ist nice. Das freut mich immer, sowas zu sehen. Das ist schön locker, easy. Ist halt die Frage, ob jetzt hier überhaupt Buchstaben dabei sind. Ja, da ist ein Yeek drinne. Dachschaden, UGR. Ja, gut. Dann gehen wir mal zu unseren finalen Bildern. Ja, das ist die Wand. Kobe Fox, sehr schöne Sachen gemacht. Wir haben uns eigentlich farblich so ein bisschen angepasst, aber am Ende hat es halt jeder anders umgesetzt. Also zu Fox, ne? Da haben wir noch ein bisschen mit den Blocks Ähnlichkeit und mit den dunklen Fillen, genauso wie Kobe, aber Kobe hat halt grün drin. Ja, also ich passe ganz gut mit Kobe zusammen und mit Fox, aber die beiden eher weniger so richtig. Aber gut, sei es drum. War ja auch mehr oder weniger lose abgesprochen alles, ne? Ja, Kobe hier, langsam fängt er an, so mal andere Buchstaben zu machen. Die Buchstabenverbindung vom K zum O, ne? Jetzt hätte er halt natürlich auch noch eine Buchstabenverbindung vom B zum E machen können. Aber gut, Step by Step. Also man sieht, hier geht's auch weiter nach vorne. Ne? Auch hier mit den Kringeln und mit den Sachen so, das wirkt schon alles recht stimmig. Ja, also Kobe, wieder echt stabile Leistung. Fox, er hat gesagt, er hat extra für mich auf Cuttings verzichtet. Voll geil. Genauso wie Kret letztens auch meinte, ja hier, jetzt sollte man keine Cuttings drin gehabt. So. Ey, also wozu denn dann noch cutten? Ja, das Ding steht wie eine Eins, die Lines sind super schön, sauber, dünn, vom Machen her super geil geworden. Gelb hat so ein bisschen schlechte Deckkraft, aber ich finde, der hat es halt noch ein bisschen kaschiert, dadurch, dass er nochmal mit Orange ein bisschen in den Blocks gemacht hat. Damit ist dann das flächige Gelb ein bisschen durchbrochen und dadurch ist dann die Deckkraft auch nicht mehr so das Problem. Schöne Swings drin, geil gemacht. Und vor allem hier mich noch mit angepiest. Schön mit eingebaut. Kommt richtig geil, Alter, auch der TV-Tech. Richtig nice. Ja, dann kommen wir mal zu meinem. Ich habe halt so ganz neue Sachen so mit Fillen probiert. Hier halt so ein bisschen mit Schraffur. Ja, also ich habe das halt so aussehen lassen wie halt sonst so meine Elemente, die ich habe, aber dann halt so ganz viele dünne Striche daneben gesetzt. Ne? Und somit kam dann halt der Eindruck zustande. Gefällt mir ganz gut. Hier auch nochmal so. Vielleicht hätte die Farbe noch ein bisschen heller sein müssen, damit es noch ein bisschen mehr poppt so. Ich finde, das ist halt schön zurückhaltend. Ne? Also nicht ganz so auf die Fresse. Aber dafür habe ich dann halt wenigstens nochmal mit einer ja, Art Komplementärfarbe. Komplementär zu lila ist ja gelb, also die Outline. Was ist denn grün dann? Ja, ich finde, grün und lila ist halt sowieso eine geile Kombi. Ne? Hatte ich ja auch im letzten Mal. Ich habe sowieso jetzt viel lila und grün gemacht. Ich glaube, die Farben sollte ich für das nächste Mal dann verbannen auf jeden Fall. Aber die fällt mir ganz gut so. Also die hellen Outline-Sachen, ja, und das Fill-In und so, das werde ich weiter aufgreifen. Ich finde auch das Block-Design ganz cool. Sonst habe ich ja immer so einfarbige Blocks gemacht. Jetzt habe ich hier mal mit 3-4 Farben das gemacht so. Und also das macht Spaß. Das werde ich auf jeden Fall öfter nochmal machen. Und eine Sache noch. Als Fox die Farbe hier genommen hat, dachte ich mir so, oh, das beißt sich ganz schön mit dem Blau.
Aber als ich dann hier mit dem Rosanen die Backline gemacht habe und das dann auch umranden wollte, ursprünglich wollte ich mit Schwarz machen, aber zum Glück hatte Fox noch einen Tropfen über gehabt. Und ich finde, so fügt sich die Farbe und so das so schön in das Blau mit ein. Ich war sowieso ein bisschen skeptisch, aber das Blau und die ganzen Farben drinne, das passt alles wunderbar zusammen. Ja, das hast du richtig gut ausgesucht, meiner. Schöne Farbkombi rausgekommen. Und schöne Wand. Ja, nee, generell, ne? Also hier gestern der Hall-Swap so, hat auf jeden Fall gut getan. Schöne neue Sachen entstanden. Halt schade, dass das ein bisschen laut war, aber gut, ich habe ja kein Hausrecht. Kann ja nicht sagen, so wäre cooler, wenn ihr mal ein bisschen leise macht. So, ich habe eh mal gefragt, da haben sie die Musik mal kurz ausgemacht, aber ich wollte da nicht alle 10 Minuten hingehen und sagen, so können wir mal ein bisschen leiser machen und so, ist ja klar. Nee, dann habe ich sie halt feiern lassen, alles in Ordnung. Aber werde ich halt nächstes Mal nochmal wiederholen mit Fox und dann werden wir nochmal ein bisschen intensiver die ganze Sache gestalten. Wenn wir halt wieder irgendwie zu einer kleineren oder zu so einer versteckten Sache gehen, so wo halt einfach nicht so viel los ist wie hier. Gut, was wollte ich noch erzählen? Ach ja, genau. Weil ja auch so ein paar Leute halt kamen und meinten, ja, hier so ein Hallday und so wäre super geil. Ja, auf jeden Fall, möchte ich machen. Ist aber, um das für ein 1000K-Special zu machen, leider zu kurzfristig. Also bis ich da irgendwie alle Leute erreicht habe und ein Datum gefunden habe, um halt mit allen Leuten, mit denen ich bis jetzt gemalt habe, ein Hallday zu machen und dann vielleicht so ein, zwei Wildcards für die Community, wäre halt jetzt alles ein bisschen schwierig so. Deswegen mein Vorschlag, wir verschieben das einfach, also ich verschiebe das einfach aufs nächste Jahr, weil erstens mehr Zeit, jetzt ist halt auch schon wieder, wo es halt früh dunkel wird. Das wäre dann halt im Frühjahr besser, Ende Mai oder so, würde ich mal meinen. Da sind die Temperaturen noch akkurat, da hast du gut Licht, da ist das Wetter beständig. Ja, wer weiß so, ne? Also wenn ich dann sowas mache wie so ein Hallday, dann würde ich halt auch ganz gerne irgendwie was zurückgeben. Ja, also in irgendeiner Form. Also sei es irgendwie mit Getränke, Essen, Vorstreiche oder sogar die Dosen. Ja, muss man halt sehen, wie das halt alles sich entwickelt. Aber ich möchte es dann halt so machen, dass ich halt auch irgendwie die Leute halt einladen kann. Und das kann ich halt jetzt momentan noch nicht. Ja, dafür sind mir halt einfach die Mittel nicht gegeben. Aber das sieht ja vielleicht nächstes Jahr schon wieder ein bisschen anders aus. Und ja, ne, ich möchte halt einfach, auch wenn ich jetzt halt Werbung vor den Videos schalte, hat ja auch irgendwo damit zu tun, dass ich ja hier auch Ausgaben habe. Klar, die würde ich auch so haben. Aber ich möchte ja auch die ganze Sache noch ein bisschen besser aufziehen. Ja, also halt in andere Städte fahren, vielleicht auch ins Ausland und dann halt auch solche Jams halt selber organisieren, wo ich dann halt entweder mit einem Partner zusammenarbeite oder das halt aus eigener Tasche zahle. Ja, aber irgendwo muss ja das Geld auch herkommen. Also mir geht's nicht darum, mich halt zu bereichern, sondern ich möchte halt dann hier dann den Leuten, mit denen ich dann zusammen bin und mit der Community halt irgendwie was gemeinsam auf die Beine stellen. Ja, so soll das sein. Ja, so viel dazu. Also super gerne, das ist eine richtig geile Sache und ich würde mich so freuen, dass das halt irgendwie nächstes Jahr passiert, bloß dieses Jahr ist das halt zu kurzfristig. Ne? Was mir noch auf dem Herzen gelegen hat, genau, dann denkt bitte dran, einfach die Glocke aktivieren, damit ihr halt mitbekommt, wenn ich dann halt irgendeine Umfrage starte oder irgendwelche Ideen habe oder halt euch nach einer Meinung frage. Wunderbar, dann wer noch nicht abonniert hat, ne, einfach mal die Bell hitten und einen Kommentar würde mich auch immer freuen und wenn es euch gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben und wenn nicht, dann eben nicht. Gut, dann haut rein, bis dahin, bis zum nächsten Mal.